ja, mitten in der Wüste. Und ich habe gerade ein sehr, sehr geiles Video abgedreht, und zwar meine 5 besten Investitionstipps in 2021. Ich schneide es dann vielleicht später, kommt wahrscheinlich dann morgen. Guckt euch das mal an. Das Hotel ist hier mitten in der Wüste. Also richtig schön, aber komplett, du kommst hier nicht hin. Also wenn du das nicht kennst, kommst du nicht hin. Das heißt, es geht nur ums Marketing. Hier gibt es keine Laufkundschaft oder so. Nur Marketing. Und warum kann alleine das Wort Marketing dein Leben so komplett verändern? So krass, ich erkläre es kurz. Oh, so, musste mich umsetzen, war zu heiß da vorne. So, sprechen wir über 2 Sachen. Und zwar einmal, dass ihr mir alle schreibt, ja, was heißt, ich weiß nicht, was ich verkaufen soll. Ich weiß ja nicht, wie ich da rauskommen soll. Was soll ich denn machen? Ist das auch deine Frage oder hast du auch die Bedenken, dann stimme ab. Auf jeden Fall, die zweite Sache ist das mit dem Marketing, ne? Also, überleg mal, McDonald's. Ein Restaurant, was nicht schmeckt. Ein Restaurant, was mega ungesund ist. Wo in den Chicken McNuggets 40% nur wirklich Chicken ist. Der Rest ist einfach nur Pampe. So, also Sehen, Augen, alles da. Jamie Oliver ja gegen McDonald's gewonnen, weil die dürfen das auch nicht mehr Fleisch nennen. Ist der Hammer. Und die sind weltweit, es ist nur Marketing. Nur. Und ey, das ist so krass, weil ihr fragt euch alle, ja, aber was? Ich weiß ja nicht, was soll ich denn verkaufen? Und wir verstehen die Kette vom Verkauf nicht. Das ist so wichtig, das ist das elementar Wichtigste, und ich erkläre es jetzt. Guck mal an dir runter, guck mal nach rechts, links. Alles, was du siehst, Sonnenbrille, T-Shirts, alles wurde verkauft. Der Tisch, an dem du gerade sitzt, alles wurde verkauft. Die Liege, auf der ich hier liege, alles. Und wir verstehen die Kette des Verkaufs nicht. Okay, wir haben jetzt mal, sagen wir mal Sonnenbrille hier. Wir haben jetzt jemand, der verkauft mir im Laden, der steht da und sagt, oh, die Sonnenbrille steht Ihnen aber richtig gut, da sieht sie voll toll mit aus, kaufen Sie die mal. Der kriegt ein Gehalt vom Laden. Das ist nicht hoch, damit kann man wahrscheinlich nicht Bäume ausreißen und, keine Ahnung, Multimillionär werden. So, aber wie ist diese Sonnenbrille in den Laden gekommen? Vielleicht hat ein Großhändler an, keine Ahnung, 1000 Läden jeweils 500 Brillen versendet. Und wer steht noch über der Kette? Der Produzent, der die hergestellt hat. Der Produzent hat diese Brille erstellt und gibt es dann an Großhändler, und es kann in der ganzen Welt verkauft werden. Meinst du, der Kunde von mir, der Feuerzeuge verkauft, steht im Laden und verkauft einzelne Feuerzeuge? Nein, er ist der Produzent. Der Freund von mir, der 33 Millionen mit Kabeln verdient und die weltweit verkauft. Meinst du, er steht im Laden und verkauft einzelne Kabel? Nein. Es ist die höchste Stufe. So, und das ist das, was elementar wichtig ist. Und wenn wir das nicht alles sehen, wie das Ganze funktioniert, mit finanzieller Freiheit, mit Zeit vom Geld abkoppeln, das geht in den oberen Stufen. Okay? Und auch mit den jetzt zum Beispiel auch auf dem oder auch beim Infoprodukt bei mir. Scheißegal, ob ich einmal mein Maximumprinzip oder Matrixprinzip oder 5000 Mal am Tag verkaufe. Es macht keinen Unterschied. Wo ich bin, es ist nicht an meiner Zeit gekoppelt, es ist nicht, ich kann es skalieren, es ist nicht an meinem Ort gekoppelt. So, ich kann es weltweit verkaufen. So, dass wir müssen diese Grundsätze erstmal verstehen. Und wir denken ja immer so, ja, Sessi, aber was für ein Produkt soll ich denn machen? Guck, alles, was du siehst, alles, alles. Wenn man mit Kabeln und mit Feuerzeugen Millionär werden kann, das kann man mit allem. Du kannst die scheiß Vorhänge, die da vorne, die hat auch irgendjemand gekauft und irgendjemand verkauft im großen Stil. Kannst den Stoff vielleicht von Export von, keine Ahnung, Indien nach England schiffen oder was. Wisst ihr mit den scheiß Masken, wie viele Leute da ich kenne jemand, der hat eine Bestellung von der Regierung, er hat noch nicht das Geld bekommen, okay, aber der hat kurz mal bestellt in China, 12 Millionen. 12 Millionen bekommen. Oder auch nicht. Das Krasse ist ja, die meisten können es, glaube ich, nicht sehen, dass das eigene Leben, dein Leben, so krass verändern würde. Und dann zum Beispiel, so, wenn man das online im Verkauf dann sieht, irgendwie so 300 Euro am Tag, das ist nichts. Jeder von euch kann das. Aber es muss das Wissen reingeprügelt werden hier, und man muss die verschiedenen Stufen sehen. So diese 4 Stufen, die einen im Hamsterrad halten, die muss man verstehen. Die Kette, wer verkauft, was man für einen Job macht, muss man verstehen. Wo bin ich in dieser Kette, die ich vorhin jetzt erklärt habe?
wo, wenn ich hier unten bin, ich werde niemals hochkommen. Ich werde vielleicht 3, 4, 5% mehr verdienen, aber ich werde niemals hochkommen. Will man da wirklich drin sein die nächsten 40 Jahre? Nein, will man nicht. So, deswegen, ihr müsst das lernen und besser als im Matrix-Prinzip. Es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Es ist alles da erklärt. Hier voll cool, so eine Feuerstelle. Ja, richtig schön. Warte, hier vorne ist noch so ein kleiner Pool. Ja, echt schön. Ja, ganz kurz wollte ich noch was sagen, und zwar, ich mache dann zum Beispiel ein Jod-Video und sage, hey, die Japaner essen 25 mal so viel wie wir, und wenn wir einen Jodmangel vielleicht haben, dann müssten wir vielleicht auffüllen. Und dann kriege ich die Nachricht, ja Sessi, ich habe es versucht mit dem Auffüllen, hat nicht geklappt. Sag ich, ja, wie viele Kapseln hast du genommen? Eine. Also praktisch ein 50stel von dem, was die Japaner nehmen. Ich sage, hey, der Bitcoin-Preis kann auf 500.000 hochgehen. Cecil, soll ich jetzt Bitcoin kaufen? Cecil, ist 44.000 Dollar nicht viel zu teuer? Ich frage mich echt. Und immer genau darüber, worüber ich Videos mache, genau dann kommen 50 Fragen direkt danach. Ich frage mich echt zum Teil manchmal, warum mache ich die Videos überhaupt? Warum? Ich verstehe das nicht. Was steckt dahinter? Stimmt mal ab. Schreib mir mal rein, was dahinter steckt. Also gerade die Leute, die mich dann immer genau das fragen. Schreib mal bitte rein. Und wenn ich merke, dass ich irgendwie gestresst bin, gehetzt bin, dann denke ich an bestimmte Übungen aus dem Matrix-Prinzip und wende die dann einfach an. Und dann sinkt das Stresslevel innerhalb von Sekunden wirklich total dramatisch ab. Also das ist echt faszinierend zu beobachten, dass das wirklich kontinuierlich immer funktioniert. Immer wenn ich diese Techniken anwende, funktioniert das. Also das ist krass.